Liebe Zuschauer, was Malte Dreher von Das Investment kann, das können wir auch, nämlich den Praxistest machen. Ist es wirklich so einfach und so schnell, beim Zukunftsfonds digital einen Sparplan abzuschließen, wie wir das versprochen haben? Wir machen jetzt einfach mal den Test hier auf dem Handy. Also, wir gehen auf die Seite des Zukunftsfonds, scroll ich runter, dann finde ich hier Klicken und Abschließen. Das wird gemacht, dann bin ich auf der Onboarding-Seite. Registrieren Sie sich in nur drei einfachen Schritten. Lassen Sie uns beginnen. Benutzerkonto anlegen. Also machen wir mal Anrede. Ich bin Herr, Titel habe ich noch nicht. Vorname jetzt schon seit 54 Jahren Kai. Nachname Diekmann. Eine E-Mail-Adresse habe ich auch. Kai.Diekmann. Und dann noch ein bisschen was hinterher. Prima, jetzt soll ich ein Passwort anlegen. Das machen wir auch mal. Das Passwort muss wiederholt werden. Datenschutzhinweis gelesen und los geht's. Es ist jetzt übrigens 16:21, vor 3 Minuten haben wir angefangen. Mal gucken, wie lange das alles dauert. So. Ein bisschen kämpfe ich hier mit dem WLAN. Soll dieses Passwort für das automatische gesichert werden? Passwort sichern. Ah. Bitte überprüfen Sie Ihr E-Mail-Postfach. Sie haben soeben per E-Mail einen 6-stelligen Sicherheitscode erhalten. Bitte geben Sie diesen ein, um die Anmeldung Ihres Benutzerkontos zu bestätigen. Machen wir das? Tatsächlich. Ich habe einen Aktivierungscode bekommen, nämlich 406626. Dann geben wir den nochmal ein. 406626. Und fertig. Code bestätigen. Wieder Rödels. Ihr Konto wurde erfolgreich bestätigt. Nächster Schritt. Wir benötigen Ihre Adresse, um für Sie ein Depot bei unserer Partnerbank FFB anzulegen. Das ist doch kein Problem. Adresse haben wir. Eine Hausnummer haben wir auch. Eine Postleitzahl haben wir auch. Ort haben wir auch, Potsdam, ist ja kein Geheimnis. Land Deutschland, kann ich nicht anklicken. Telefonnummer haben wir auch. Und schon geht es zum nächsten Schritt. Zack! Weitere Vornamen. Ich habe tatsächlich einen weiteren Vornamen, nämlich Georg. Geburtsdatum. Uiuiui. Das ist der 27. Juni im letzten Jahrhundert, also 64. Geburtsname, naja, Diekmann, Geburtsort im schönen Ravensburg am Bodensee, Ravensburger Spiele. Geburtsland, Deutschland, Staatsangehörigkeit ist deutsch, Steuerland, würde ich sagen, ist auch Deutschland. So, Steuernummer brauche ich nicht, ich bin in einem weiteren Steuerland, in einem weiteren Steuerpflicht, nein, nächster Schritt. So. So viel Geld fürs Geld kann es geben. Bitte wählen Sie, ob Sie mit einer Einmalanlage oder einer monatlichen Summe sparen möchten. Bitte sorgen Sie für eine ausreichende Deckung Ihres Kontos, wenn Sie eine Einmalanlage tätigen möchten. Ihre monatliche Sparrate wird immer zum 1. des Monats eingezogen. Wir machen eine monatliche Sparrate. Wir haben 4 Kinder. Ich würde sagen, das sind 4 mal 50 Euro, also 200 Euro. Nächster Schritt,
Darunter übrigens immer hier eine Telefonnummer, falls es Fragen gibt zum Onboarding-Prozess. Ja, liebes WLAN, streng mich mal ein bisschen an. So, das will nicht. Was macht er denn hier? So, wunderbar. Wir benötigen Ihre Bankverbindung, damit wir Ihre Einmalanlage oder Ihre monatliche Sparrate für Sie anlegen können. Wir übertragen Ihr Sparvorhaben von Ihrem Konto auf Ihr Depot. Dafür benötigen wir ein Referenzkonto von Ihnen. Ihre Bankverbindung wird nach erfolgreicher Legitimation unserer Partnerbank, die EFB, weitergeleitet, die Ihre Sparbeträge oder Einmalzahlung abbucht. So, Kontoinhaber Kai Georg Diekmann, die IBAN. So, das ist richtig, da muss ich auch nichts eintragen. Die IBAN steht, glaube ich, hier auf meiner Sparkassenkarte, seit über 35 Jahren Kunde der Sparkasse Bielefeld. Dann tragen wir die doch jetzt mal ein. Überprüfen wir nochmal. Das stimmt, bestätigen und fortsetzen. Haben wir gemacht. Hinweis. Das Angebot der DFG richtet sich an Anleger, die sich über die Chancen und Risiken einer Anlage in den der Zukunftsfonds selbst informieren. Das muss ich jetzt alles ankreuzen. Allgemeine Geschäftsbedingungen, Datenschutzhinweis, Widerrufsbelehrung, wichtige vorvertragliche Informationen. Ich bestätige, dass das Depot auf eigene Rechnung geführt wird. Datenweitergabe, Widerrufsrecht, SEPA Lastschriftenmandat. Mit der Bestätigung und so weiter der Geschäftsbedingung senden wir Ihnen eine E-Mail mit folgenden Unterlagen als PDF-Dokument zu, Unterlagen und so weiter und so fort. Bestätigen und nächster Schritt. So, jetzt habe ich hier nochmal alle Daten im Überblick, die Kundennummer, die E-Mail, die persönlichen Daten. Da kann ich mal überprüfen. Diekmann, Ravensburg, Deutschland, Deutsch, bearbeiten, Kontaktdaten, das ist alles korrekt, Ihr Sparvorhaben, alles wunderbar gemacht, kostenpflichtig beantragen, dann machen wir das jetzt. Zack. Jetzt kommt, bitte bestätigen Sie Ihre Identität bei der Deutschen Post. Für die Eröffnung Ihres Depots muss die FFB Sie identifizieren. Die Legitimation wird in Zusammenarbeit mit der Deutschen Post AG durchgeführt. Sie haben die Wahl, ob Sie sich online oder in Ihrer Postfiliale ausweisen wollen. Wir wollen das natürlich mit Videochat machen. Ich möchte mich identifizieren. So, jetzt kommt Postident. Das dauert eine Sekunde. So, jetzt bin ich bei Postident. Ihre Identifizierung für die Fondsbank. Wie möchten Sie sich identifizieren? Videochat. Per Videochat mit einem Mitarbeiter der Deutschen Post identifizieren. Genau das möchte ich machen. Fortfahren zum Videochat. Nutzen Sie die Postident-App, um sich per Videochat zu identifizieren. So, es kommt ein Anruf, das ist natürlich immer schön. So, Ihre Vorgangsnummer, die kopieren wir eben und jetzt gehen wir zur Postident-App, machen die auf. Geben hier die ein. Ups, jetzt habe ich die nicht richtig. Das war nämlich doch richtig. So, Diekmann. Jetzt mach's mal hier sauber. Nochmal. Kopieren. Das war nämlich schon automatisch eingetragen. Super. Und fortfahren. Bitte wählen Sie Postident durch Videochat. Fortfahren mit Videochat. So.
So funktioniert Ihre Identifizierung für die Vorbank. Bitte halten Sie für die Identifizierung und so weiter einen Pass bereit. Unser Mitarbeiter leitet Sie und zum Abschluss der Identifizierung bestätigen Sie uns Ihre Ausweisdaten. Identifizierung starten. Ausweisfoto erstellen. Überprüfung der Aufnahme. Prüfung erfolgreich. Ich möchte in der folgenden Sprache Deutsch. Videochat starten. Ihre Internetverbindung wird getestet. Sie werden verbunden. Haben Sie noch einen Moment Geduld. Der nächste Mitarbeiter ist bereits reserviert. Ja, schönen guten Tag, Herr Dietmann. Herzlich willkommen zum Video-Identverfahren der Deutschen Post. Somit sind Sie für FIL Vorbank erfolgreich identifiziert. Denken Sie daran, dass Sie noch über die mobilen Daten mit mir kommunizieren. Ja. Schreiben Sie das gerne wieder zurück. Ich danke Ihnen, einen schönen Tag noch. Ich danke Ihnen, wunderbar. Gerne. Tschüss. Danke, tschüss. So, das ging ja, muss ich sagen, wirklich sensationell easy. Und damit sind wir jetzt, glaube ich, durch, wenn ich das richtig sehe. Ist es das gewesen? Wir haben erfolgreich ongeboardet. Es ist ja 16:41. Also wenn ich mal überschlage, haben wir knapp 20 Minuten gebraucht. Ich muss wirklich sagen, das ist sensationell einfach. Das gefällt mir. Und tschüss.